Hallihallo! Du Alex, sag mal, ist dir gerade kalt? Nein, mir ist gerade nicht kalt, Dave. Denn drinnen an der Ofenwand, da ficken wir uns bald. Und damit herzlich willkommen. Ja, Olaf der Ficker. Ja, wunderbar. Die letzten 10 Minuten habe ich mir auf diesen Moment gefreut. Du bist eine Marke, ey. Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Crash of the Titans. Ja. Und wie ihr alle gemerkt habt, der Dave ist zu Gast. Wie sollte es auch anders sein? Ihm gehört immer die zweite Session in den Crash-Spielen. Zweimal werden wir noch dieses Vergnügen haben, denn dann gibt es keine Crash-Spiele mehr. Zumindest keine für die offiziellen Konsolen. Dann werde ich nie mehr bei dir zu Gast sein. Doch, natürlich, denn du bist ja auch bei meinem Herbst-Highlight dabei, bei Legend of Grimrock 2. Stimmt. Ja. Wir hatten gerade schon ein kleines Schockerlebnis. Nämlich? Hast du das schon vergessen wieder? Ach, du meinst das mit der Memory Card? Ja. Ja, ich dachte eben schon, ich hätte wieder keine Speicherstände hier drauf, aber glücklicherweise hatte ich einfach nur die Memory Card von Resident Evil noch drin und ich brauche ja die von Crash. Also somit war alles in Ordnung. Wenn Alex übrigens eben sagt, dann meint er so vor 2 Minuten. Ja. Ja. Wieso ist das nicht eben? Das ist auch, ja. Okay. Ja. Ich würde vorschlagen, wir beginnen einfach mal die Episode 6. Und gucken, ob eine Cutscene kommt. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Erstmal sehen wir jetzt Pfoten. Und wir hören sogar Pfoten. Episode 7. Klauensturm. Klauensturm. Ah ja. Okay. Mhm. Eine neue Episode. Kurz vorweg, Dave, du kennst dieses Spiel doch, ne? Du hast das bei Dennis gesehen oder nicht gesehen? Ich habe das gesehen. Ich weiß aber nicht, ob ich es komplett gesehen habe schon. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Das hat sich ja gelohnt mit dem Surfbrett. Ich glaube, das habe ich schon gesehen, das da, ja. Au, eine neue Gegnerart. Gewisse Lava-Monster. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Aber sie heißen. Olaf. Bestimmt. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir euch umgebatscht kriegen. Oder wachen, Benno. Komm mal her, du Penner. Ach, ich verbrenne auch noch. So ein Scheiß. Mhm. Ja, dann kommt mal raus hier. So. Ich sterbe gerade. Geiler Anfang. Super! Ich freue mich. Dieses Geschwurbelte in der Leiste oben links, das erinnert mich so ein bisschen an Disney's Hercules. Du meinst jetzt diese linke Leiste da? Links oben da. Ja, hat schon ein bisschen was davon. Geschwurbel da, das ist so. Ja, doch, hat was mit davon. Mit den Schnörkeln. Aber irgendwie, ich muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht geht das ja nur mir so, aber ich mochte das alte Crash-Design, also von der Figur jetzt, irgendwie lieber als jetzt das In diesem Spiel. Ja, also Crash hat hier viel zu viele Tattoos und ich weiß nicht, eigentlich braucht er gar keine. Das sieht einfach ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Ja, und diese ganze Mähne da und alles da, die ja da, irgendwie ist das ein bisschen... Ja, Mann, kannst du mal aufhören, dich zu decken? So, wir haben ihn. Ich patsch ihn. Sauber. Sehr schön. So. Oh, gleich der nächste hier. Ja, sieh. Zack, zack. Hau ihn platt. So, wow. Ja, das hat auch gut geklappt. Und Mojo einsammeln. Also ich muss sagen, mir gefällt dieses Spiel eigentlich sehr gut. Also es ist natürlich was ganz anderes als die anderen Crash-Spiele, klar. Kann man nicht wirklich vergleichen. Aber es ist geil. Für ein normales Jump'n'Run... Es ist geil. Also es könnte genauso gut mit anderen Figuren sein. Jetzt nicht aus dem Crash-Universum. Und es wäre trotzdem ein gutes Spiel. Ja, das spielt ja eigentlich für Spiel. Ja, sehe ich auch so. Auch wenn sie manche Gegner oder manche Charaktere, sag ich mal, total, ja, beschissen dargestellt haben. Das muss man einfach so sagen. Hatte sich Dennis, glaube ich, auch so drüber aufgeregt, ne? Also gut, das Akku sieht schon gewöhnungsbedürftig aus, aber das geht noch. Aber was sie aus Uka gemacht haben, das ist einfach unverzeihlich. Das weiß ich nicht, das ist kein Uka mehr. Das sehe ich ähnlich. Ich verstehe auch nicht immer, warum man so Sachen, die eigentlich funktioniert haben, warum man die dann immer zwanghaft irgendwie anders machen muss. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht moderner werden wollten oder womit das zusammenhängt, aber irgendwie weiß ich nicht. Ja, aber modern ist ja nicht scheiße, ne? Oh! Was? Ich bin aus Versehen runtergesprungen von dem Viech. Das wollte ich nicht. Au! Au! Du Pimmel! So, haben wir ihn. Ich finde diese Sternanzeige eigentlich auch irgendwie interessant. Die habe ich auch so noch nicht in irgendeinem anderen Spiel gesehen.
Stimmt eigentlich, ja. Also ich meine, klar, es gibt viele Spiele mit so Schadensanzeigen über den Gegnern, aber in so dieser Sternform... Ja gut, in diesem Fall muss sich die Leiste ja füllen, ne? Also die levelt sich ja auf, damit wir... Bis der halt tot ist. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ja, 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 ist schon komisch. Und bam! So. Ach, guck mal, ihr wieder. Ich glaube, euch habe ich doch schon komplett gepatcht. Ich hätte euch eigentlich behalten können. Ja, ist egal. Jetzt stell dir einfach mal vor, du hättest jetzt 219.750 Wumperfrüchte eingesammelt statt nur so. Das wäre schon krass, ja. Krass. Also, aber Wumperfrüchte gibt es hier ja tatsächlich noch. Bloß ja. Die stehen hier für die Leben. Was auch ein bisschen verwirrend ist. Ja, merkartig. Aber wir patschen uns mal so ein bisschen durch die Gegend. Sagten die Lehrer in den 50er Jahren. Das war noch gute Zeit, ja. Okay. Das war nicht verkehrt. So, was ich sagen wollte ist, ja, also ich habe als einziges Problem in diesem Spiel bisher ausgemacht, dass... Moment, Cutscene. Konnte was Gelabermäßiges? Sieht nicht so aus. Ja, diese Combo-Sachen. Es gibt hier so gewisse Combo-Missionen, dass man, was ich da 50 Gegner nacheinander treffen muss und sowas. Das ist ziemlich schwer. Mhm. Und das, upsala, das kriege ich bisher noch nicht so gebacken. Also ich habe schon ein paar Mal hingekriegt auf Gold. Da war ich auch sehr stolz auf mich. Ich habe es aber noch nicht in allen Leveln geschafft und deswegen überlege ich noch, ob ich die 100% anstrebe oder nicht. Eigentlich ist es zu machen. Ich habe es ja bei Dennis gesehen. So schwer ist es nicht. Mhm. Aber ich überlege mir das noch. Kannst ja mal gucken. Ja, genau. Solange es dann nicht in Verzweiflung ausartet. Ach so, scheiße. Hier sind ja Handlanger. Kommen da noch mehr? Weil hier wäre eine ganz gute Gelegenheit gewesen, den Kombo-König zu machen. Ja, es geht gut. Mach mir den Kombo-König, Alex. Komm. So. Du sollst doch auf den draufspringen. Doch nicht auf den. Jetzt ist er tot. Klingt wieder wie aus eurem Seminar irgendwie von Rick und dir. Das, ja, schon so ein bisschen, ne? Sonst auf den, nicht auf den draufspringen, nicht auf den. Oh. Aha. Das scheint so eine riesige Metall-Ameise, Spinne, keine Ahnung. Ich musste gerade irgendwie an diesen einen Gegner aus The Evil Within denken, hier, dieses komische Spinnenviech, was uns da auf der Straße verfolgt hat. Ja, doch, ja, stimmt, hat ein bisschen Ähnlichkeit. Ja, ich habe manchmal komische Assoziationen. Nö, das passt ja so halbwegs. Was war das, so eine fliegende Krabbe oder Quallenkrabbe, bla, oder was war das? Das war eine Spinne tatsächlich. Ach so. Au. Ja, man könnte sich natürlich so ein bisschen halt klagen, dass es, dass hier sehr viele Wiederholungen von Sachen drin sind. Also man muss sehr oft so dasselbe machen. Das ist schon richtig, ja. Aber wenn das sehr Spaß macht an sich, dann geht das ja. Eben, also es macht wirklich Bock, das Spiel, das kann man nicht anders sagen. Weil so gesehen könnte man das ja auch bei den alten Crash-Spielen anfügen, indem man sagt, da muss man ja auch immer dasselbe machen. Ja aber gut, aber es ist halt auch Jump and Run. Ne? Das ist, richtig. Das könnte man ja eigentlich bei 90% der Mario-Spieler auch sagen. Das ist ja eigentlich auch immer das Gleiche. Nur halt ein bisschen entweder 3D-mäßig oder ein bisschen neu aufgepeppt. Aber es ist im Prinzip alles das Gleiche. Ja. So, jetzt haben wir ein Problem, denn ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als ich allein. Und das denn her? Das ist so ein alter Spruch. Ach so, dachte ich gerade irgendwie so Subway to Sally. Nee, nicht wirklich. Okay, danke schön, wir haben einen. Oh, da ist ein... Wie war das denn jetzt? Du hättest ja jetzt von den drei Großen, die da rumlaufen, hättest du ja jetzt jeden nehmen können, ne? Oder kannst du nur den einen jetzt für dich beanspruchen, den du gerade hast? Ich kann mir aussuchen, wen ich will. Das ist wurscht. Eigentlich wurscht, ne? Es kommt nur darauf an, ob ich es schaffe, ihn zu überwältigen. Mhm. Mann, ey. Du wolltest gerade noch was sagen. Bam! So. Das kann sein. Aber wenn, dann weiß ich es nicht mehr. Willst du öfter machen. Da hinten ist so ein Kugel. Bam! Kannst du das vielleicht? Das mache ich zum Schluss. Da kann ich Mojo mitkriegen. Mhm. Aber dafür muss ich halt einen so ein Viech opfern. Ich gehe da hin. Und dann opfere ich mich für das Mojo. Scheiße. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ja noch nichts hiervon hochgeladen, ne? Nein, noch nicht. Von dem Let's Play. Deswegen, also ich versuche mich immer so ein bisschen noch bruchstückhaft an das Let's Play von Dennis zu erinnern. Aber ja, was anderes bleibt dir auch gerade nicht übrig. Nee. Deswegen wundert euch nicht, wenn Alex schon ein paar Sachen erklärt hat in den ersten Folgen. Und ich frage jetzt trotzdem nochmal danach, weil die sind halt noch nicht online. Richtig. Spring rauf da. Sehr gut. Bam, du Penner, du.
So ein bisschen Wrestling für Arme. Ja, für Tim Wiese, so ungefähr. Und den machen wir auch platt. Tim Wiese, nein, und seine, nein, Arme. Oh. So. So ganz helle sind die aber auch nicht, die Gegner, ne? Die KI, nee, ja. Ein bisschen dunkler. Ja, ja. Manche sind ein bisschen dunkler. Was soll das? Hallo, ich wollte auf den drauf springen und dann springt Crash einfach mal in die Lava so ohne Grund. Das ist ja ganz nett. Da konnte ich auch sehr viel gegen machen. Jetzt weißt du auch, wofür die Lava da ist. Richtig. Nein, 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 nein. Ich freue mich schon sehr. Darf man das überhaupt sagen? Also, doch, wenn das hier ausgestrahlt ist, darf ich schon was sagen? Ich weiß nicht, was du meinst. Es geht um ein Projekt von dir. Geht es das? Ja. Hat mit Dennis zu tun. Hä? Stehst du jetzt komplett auf dem Schlauch? ja, ich war gerade im Let's Play-Bereich. Ja, 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 nee. es hat auch indirekt mit einem Let's Play zu tun. Richtig. Ja. Egal. Das kannst du natürlich schon was sagen. Ich weiß ja nicht, ob das schon fertig ist, wenn das hier hochgeladen ist. Das weiß, nein. Ich weiß ja nicht, wann du das hochlädst. Ja, das ist jetzt ja der 9. Part von diesem Spiel. Und ja, es dauert knapp noch 2 Wochen. 3 Wochen? 2. Ja, könnte fertig sein dann. Könnte, okay. Nein, nein! Was machst du? Ich drücke immer aus Versehen den Kreisknopf und dann springt er halt runter von dem Viech. Das soll er nicht. No. Relax, don't do it. Bam! Du sollst ihn töten! Aber ich hau dir auf die Klöten! Komm mit den kaputt, so. Du Schulz hier. So ein bisschen was von mit der Lava unten jetzt und mit diesem Kreis. Muss, ja, ich gerade an den Endkampf von Spyro 2 denken gegen Ripto. Der springt wieder da. Der springt wieder daneben. Ja. Ganz, ganz toll. Ein Leben noch? Ja. Das ist nicht gut. Und warum sind die jetzt tot? Die müssen eigentlich wieder auftauchen da aus der Lava. Kommen sie aber gerade nicht. Das ist doof. Ein bisschen rumgehen und hoffen. Ja, weil eigentlich wollte ich ja noch einen hier dran opfern. Dann kriege ich Mojo. Also, weil du kriegst nicht kaputt. Naja. Aber die waren noch nicht tot, oder? Oder ja, ist das jetzt, weil... Ah, ich glaube, ich weiß warum. Weil das eine Viech hier quasi schon tot ist und ja, die spawnen nur so lange, bis das Vieh es noch lebt. Ganz genau, das schätze ich mal. Ja. Das ist natürlich jetzt... Ja, das ist natürlich schade jetzt. Ich mag seinen Wirbel, die ganz Bummelstar. Der ist cool, ja. Der, ja, gefällt mir auch. Ja, du gefällst mir auch. Dankeschön. Obwohl, Dankeschön, du nicht rumwirbelst. Ne, ich wirbel nicht so viel. Ne, ne. Höchstens mal Staub auf. Ja, das ist aber genehmigt. Oder ich wirbel halt ein bisschen Staub auf, wenn ich Mücken zerschlage bei dir. Ja, das passiert auch. Ja. Oh Gott. Wobei, jetzt um die Jahreszeit ist das ja nicht mehr so schlimm. Ja, ihr müsst schon da rauskommen, sonst kriege ich euch nicht. In der Lava kann ich nicht tun. Ja, und toll, wenn ihr euch dann deckt. Dann bringt mir das auch nichts. Kopulieren. Komm hierher, du Arschloch. Haha, und das zählt nicht mal. Ja. Das interessiert ihn einfach nicht. Das verstehen die Leute nicht. Oh, ich habe Leben bekommen. Hä? Wofür das denn? Weiß ich nicht. Also ich war jedenfalls nicht tot. Oder war das ein Mitleidsleben? Ja, vielleicht gibt's so wie das hier auch. Ja, vielleicht gibt's das hier wieder. Aber das verstehen die Leute nicht. Ach, der ist betäubt. Ja. Ich darf da nicht näher ran, verdammt, sonst bin ich in der Lava. Komm doch mal raus. Ja, der ist ja doof, ist er nicht. Danke. Ah, jetzt steht er. Scheiße, ich krieg auch keine Energie mehr dazu. Jetzt komm noch mal hierher, du Arsch. Wie viel Parts hat die Dennis denn bei dem Let's Play noch mal? Weißt du das noch? Nee. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Jetzt darf ich das Ganze noch mal... Nee, oh, jetzt ist mein nulltes Leben. Hä, wieso hab ich noch einmal... Ich habe 2 Stück eben noch gehabt. Warum auch immer. Man ist mir recht. Ja, aber da stand doch eben 1. Gut, doch ein... Hä? Dachte ich auch, ja. Ich bin hier jetzt komm, jetzt mach ihn platt.
Ja, danke schön. Oh, jetzt kommen Handlanger. Ah. Jetzt muss ich eigentlich die Combo machen. Oh, drei Stück sehe ich mindestens. Da hinten waren noch zwei.